Kurze Zeit später könnt ihr hinter einem Hügel sehen, wie dort einige Bäume gefällt worden sind und ein Schwein daran angebunden ist und daneben weitere Wimpel und ein Schreiber, zwei, drei Schreiber, die dort stehen und weiteren Leuten die Queste abnehmen. Das muss offensichtlich Andergast sein. Es riecht wie Andergast, es sieht wie Andergast aus und das muss Andergast sein. Das Schwein ist auch sehr detailgetreu, also muss ich echt sagen. Ich dachte, im Andergast existiert gar nicht. Nun, ist es ihr Wappenzeichen, das Schwein, glaube ich. War das nicht der Stier? Es ist einerlei. Es ist Wildnis. Ihr möchtet nicht in dieses Niemandsland, wirklich nicht. Besucht lieber die Städte im Sveltischen Bund. Ah, Lovan, eine wahre Perle. Vor euch steht ein Holzfäller, der gerade seine Hosenträger nochmal zusammenzieht. Ah, herzlich willkommen, Herr Anders. Das ist ja schön, dass ihr hier seid. Wollt ihr ein Eichelbier? Haha, kleiner Witz, gibt's gar nicht. Also gut, dann nächste Aufgabe, und zwar Holz hacken hier. Nehmt euch eine Axt und ihr müsst etwas Holz hacken. Ja, wenn's das ist, Nein, dann nein, das gib ist mal noch nicht her. alles. Ihr müsst noch was anderes machen, aber ihr könnt schon mal anfangen. Hier, gebt ihr eine Axt und zeigt auf die paar Bäume, die da schon gefällt liegen. Wird sicherlich Kaminholz werden, wenn dann irgendwann der Winter kommt. Und was ist das Ziel? Wie viel soll ich hacken? Fangt erstmal an, und zwar so lange, bis ich Stopp sage. Die anderen können dabei ein Rätsel lösen, und zwar ein anderes gastgefälliges Rätsel. Nur ein Rätsel sind dem Herrn Fex immer ein Wohlgefallen. Bitte. Also gut, Ronga, würfel mal bitte eine Holzbearbeitungsprobe, sie ist nicht erschwert. Jo, krieg's. Derweil das erste Rätsel aus Andergast. Also gut, die Nostrianer haben mal wieder Andergast überfallen und ein furchtbares Chaos in der Bibliothek angerichtet. Und dabei sind dann wohl diese Zahlenreihen auseinandergekommen. Und nach welchem Prinzip sind die geordnet? 2, 10, 4, 7, 6, 9, 5, 1, 3 und 8. Er gibt es euch noch einmal zum selber Nachlesen. Ein kleines Pergament. Und ihr könnt die Zahlenreihen betrachten. Von 1 bis 10 in sehr willkürlicher Anordnung. Das müssen tatsächlich die Nostrianer gewesen sein. Also ich würde gerne auflösen. Aber Herr Baron, ihr wisst es doch sicherlich, das ist doch euer eigenes Rätsel. Was ist mit den anderen? Wisst ihr schon was? Wisst ihr schon ein Rätsel? Nun, nein, lass mich das auflösen. Es ist nämlich eine Fangfrage, denn in Andergast gibt es keine Bibliotheken. Ach so, ja. Keine Ahnung, da weiß ich nichts von. Ihr wart ja selber da, ne? Genau. Und eine Bibliothek habe ich dann nicht gefunden. Also, das stimmt was nicht. Ja, einige sagen ja auch gar nicht, also einige sagen ja auch, Nostagast existiert gar nicht, aber das ist das Rätsel, das habe ich so bekommen von der Junkerin. Ach so, entschuldigt, dann versuchen wir es trotzdem, aber nun ist es etwas unglaubwürdig, und ich muss auch zugeben, nun, da kommen so ein paar Kinder da hinten, die sollten vielleicht nicht unbedingt die Axt in die Hand bekommen. Ach so, ja, keine Ahnung, aber ich hatte ja schon zwei, drei Kinder gesehen, die sind nach einer Minute oder so wieder weggegangen. Die haben das sofort gelöst, die wussten das sofort. Also ich glaube, mit Rechnen hat das nichts zu tun. Zwinkert er euch zu. Man muss allen die preisgefällige Ordnung finden. Denke. Also ich glaube, so mit Bohr und Schleue kommt man hier eher voran, zwinkert er aber dabei einmal Bohr Rogel zu. Also, ihr habt ganz schön viele Zahlen gesagt. Also, ich. Herr Rogel, seht einmal. Ich zeichne sie mit einem Stock für euch hier mit einem Schlamm. Und währenddessen macht ihr euch Gedanken darüber, wie man dieses bauernschlaue Rätsel lösen könnte. Also, ich vermute, das ist eine 2. Das ist eine 2, genau. Und das erste ist eine 1 und ein Das ist 3. eine 10. Ah! Gezähmt, ihr kennt ihn ja. Also, ja, wenn ich mal abgeben, ne? Dann ist es Genau, wichtig. genau. Und das hier ist eine 4. Ah. Also, wie gesagt, die Nostrianer haben da irgendwas in der Bibliothek angerichtet, so ein furchtbares Chaos. Und die haben da wohl ein eigenes Prinzip gehabt, nachdem sie das anordnen. Und jetzt will ich von euch wissen, welches Prinzip das ist. Also, die 2 ist kleiner als die 10, das ist doch richtig, oder? Das ist richtig. Die 4 ist kleiner als die 7.
Das ist eine 6 und das andere ist eine umgedrehte 6, aber die umgedrehte 6 ist größer als die richtig rumme 6. Genau, aber ihr seht hier schon ein Problem. Denn die 1, die da steht, ist ja kleiner als die 5 und nicht größer. Hm. Jetzt habt ihr meine ganze Lösung kaputt gemacht. Nun, vielleicht muss man die Zahlen in die richtige Reihenfolge bringen, so wie es sich gehört. Ja, das schon. Also das machen die Undercaster, glaube ich, selber. Es geht nur erstmal darum zu verstehen, warum die Nostrianer sie so angeordnet haben. Neben euch könnt ihr sehen, dass die Kinder wohl mit der, also die Gruppe der Kinder ist nach euch angekommen. Die haben schon Holz gehackt und auch das Rätsel schon gelöst und laufen weiter. Die sind schon fertig. Langsam wird's peinlich. Naja, Baron, wir wissen ja, dass ihr es wisst, aber eure Gruppe muss es auch lösen. Ich weiß die Lösung. Ich würde mal Ronga anstoßen. Also das mit Bauernsteuer hat das nichts zu tun. Hat das vielleicht was mit Kämpfen zu tun? Was meint ihr? Zahlen, haben das vielleicht was mit Kämpfen zu tun? Weil die haben die Bibliothek überfallen? Hat das was damit zu tun? Ach, ich war hier am Holzsacken. Ich habe nicht wirklich zugehört. Ich werde die Zahlen einfach mal in die richtige Reihenfolge bringen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und schreib die so in den Staub. Ist das ein Rätsel? Wie heißt das? Achso, ja, ihr müsst weiter hacken. Ihr könnt aber natürlich miträtseln. Wir brauchen viel Feuerholz für den Winter. Macht weiter. Also 2, 10, 4 und so weiter. Und nach welchem Prinzip ist diese Zahlenreihe geordnet? Es geht nicht darum, sie wieder richtig anzuordnen, sondern nur zu wissen, warum die Nostrianer das so gemacht haben. Ja, weil die nicht zählen können? Ja, das steht außer Frage. Das ist ein guter Vorschlag. Das würde ich auch als Antwort zählen. Ja, ich aber nicht. Gut, das hatte ich. Okay, ist das eure Lösung? Wenn nicht, könnt auch weitergehen, aber dann gibt es kein Fähnchen. Nun, die ersten beiden Zahlen sind durch die 2 teilbar. Die nächsten beiden... Nur die 6, leider. Gibt keinen Sinn. Mit Teilen verstehe ich mich nicht, also da habe ich nicht aufgepasst. So weit war ich noch nicht. So dieses Teilen und Malnehmen habe ich nie verstanden. Nun, es gibt ein Vielfaches und ein nun ja, das Gegenteil davon. Tut mir leid, Herr Hüter, aber das hat damit nichts zu tun. Also als ich die Lösung hatte, fand ich es ziemlich einfach. Ich glaube, dass die Zahlen da aufgeschrieben sind, das ist ein bisschen gemein. Man sollte sie vielleicht eher wörtlich nehmen. Was meint ihr damit? Darf ich lösen? Ja, sagt mal. Ich glaube, sie sind alphabetisch rückwärts sortiert, oder? Ja, okay, hier ist euer Fähnchen. Ich hab's gelöst. Alpha was? Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Also, 8 beginnt ja im Garetischen mit A. Und 2 mit Z. Also. Ich verstehe euren Ansatz. Interessant, interessant. Ich schlag mir mit der Hand ins Gesicht. 2, 10, 4, 7, 6, 9 und so weiter. Das hat aber etwas gedauert. Hier ist euer Fähnchen. Danke, Herr Holzfäller. Ihr habt bestanden. Könnt mir die Axt wiedergeben. Da kommt die nächsten. Ab Dank und sehr schönes Rätsel, muss ich sagen. In die Richtung macht eure Arbeit echt gut. Ja, danke. In die Richtung geht's nach Oron. Viel Spaß. Dankeschön. In Oron. Ich hätte in der Tat erwartet, dass ihr das Rätsel löst. Also ich muss sagen, Freunde, es war ein bisschen schwer, also gerade für ein Undergast-Rätsel. Ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht verstanden. Etwas unpassend und ich finde immer noch, dass es gefährlich ist, diese Äxte zu verteilen bei den Kindern. Also, naja. Nun, macht euch keine Sorgen. Die Kinder sind ja beaufsichtigt. Also, was ist denn Oron für ein, was ist das?
Ich hoffe, da wird es angenehmer. In Oron? Ja, also ehemals Oron. Nachdem ich da war, ist es Aranien geworden, so mehr oder minder. Was hast du denn in Oron getan? Und also, ich muss zugeben, also ich habe ein Gehöft geerbt von einer entfernten Verwandtschaft und hätte ich es mal lieber gelassen, aber als ich da war, also sind grausige Dinge passiert, also die haben eine Kultur dort, die trotzt allen Geboten von Travia und selbst den von Raya. Ist das weit weg? Ist das sogar so noch hinter Wehrheim? Oder wo ist das? Ja. Ihr kennt doch die großen Berge hinter Gareth, nicht wahr? Davon habt ihr schon einmal gehört, der sogenannte Rastulzwald. Ja, das sind große Berge, ja. Genau. Und weit hinter diesen Bergen, auf einer Zunge am Land und am Meer, dort liegt ein Gebiet, das man Oron nennt und das, wie der Herr Travigor schon richtig beschrieben hat, so angenehm war, zumindest in letzter Zeit. Ja, währenddessen könnt ihr auf die nächste Fähnchengruppe zugehen, ein großes Plakat, ein weißes Pergament, was da wohl aufgehängt worden ist und viele Kinder, die wahrscheinlich in der Zar- oder Praiostag-Schule dann drauf gemalt haben, viele Sonnen, merkwürdige Tiere, die wohl Kamele oder Skorpione darstellen sollen, also die Kinder konnten sich hier austoben und haben dann ihre Fantasie freien Lauf gelassen, denn man kennt hier natürlich keine Kamele oder Elefanten gar, also sind nur entfernt so zu erkennen, wenn man dann weiß, was ein Rüssel ist und Skorpione, die einen großen Schwanz haben, also vielleicht haben die Kinder es auch ein bisschen den falschen Hals bekommen, aber es soll wohl Aranien oder Oron darstellen und davor steht ein Pony, also ein sehr kleines Tier, auf dem kann man sicherlich reiten, allzu schwer sollte man da nicht sein, also wenn sich da ein Raphim draufsetzen würde, würde das Tier unweigerlich zusammenbrechen, aber für Kinder oder für schmale Familienmitteilnehmer könnte man sich da sicherlich wohl draufsetzen und stehen pro Station immer Männlein und Weiblein daneben, die euch dann anblicken und euch fröhlich zunicken. Ah, herzlich willkommen in Oron, beziehungsweise Aranien, Oronische Halbinsel. Schön, dass ihr hier seid. Ein Preis und Gruße. Ja, wir sind jetzt hier im Leben von Meister Baron Travigor und wollen mitgucken, was er während der Schleiertanzdämmerung so alles in Erfahrung bringen konnte. Eine große Intrige, die er aufgedeckt hat. Und dafür würde ich doch ganz gerne, dass ihr euch einmal auf dieses Pony setzt, einer von euch, und derweil reitet. Hat Reiten mit einer Intrige zu tun? Und die Aufgabe ist ja noch nicht ganz zu Ende. Wir müssen, weil ein anderer muss einen anderen betören. Also ihr könnt euch aussuchen, wen von euch beiden ihr nehmt. Aber ihr müsst einige schmeichelnde Worte finden. Also, wer mag? Wer möchte reiten? Wer möchte betören? Ich hoffe, das geht nicht weiter. Ich denke, ich sollte mich auf dieses Pony schwingen. Oder wollt ihr Bauer Rogel vielleicht? Also reiten dürfen wir nicht. Ich nehme euch an die Hand. Also ich habe noch nie auf einem, also ich habe schon mal ein Pferd mit dem Fluge über das Feld geführt, aber ich habe noch nie auf einem Pferd gesessen. Na, das ist das jetzt mag die Baronin nicht, wenn wir reiten. Das mag sie nicht. Also aber ich erlaube es euch als Baron. Ja, dann würfel ich jetzt mal auf eure Tüte jetzt, glaube ich. Ja, richtig. Also, wenn ihr das so ausdrückt, dann ist das ein guter Vorschlag. Hals- und Beinbruch. Ja, es ist kein richtiger Sattel, nur so eine Satteldecke, die da auf das Pony gelegt worden ist. Du weißt gar nicht, wo du dich festhalten sollst. Vielleicht an der Mähne. Hui, auch ganz schön hoch, wenn du da oben so drauf sitzt und neben dir Travigor dich an die Hand nimmt. Reitenprobe plus 2. Ich habe keine Reihe. Aber du hast doch Tier. Was ist ein Vorteil, hast du, ne? Ich bin Tierfreund und ich hätte Tierkunde Nutztiere, aber ich weiß nicht, ob Pferde Nutztiere sind. In dem Sinne, ja, doch. Würde ich zulassen. Ich würde dir das Ableiten gestatten. Ja.
ich würfel mal, dann kannst du ja deine Erschwernis danach. Ey, 8 Punkte. Das ist gar nicht schlecht. Doch, sollen wir reiten. Sollen wir, also mit dem Tierfreund. Also du brauchst auch die Hand von Travigor. Ist das echt wackelig da oben, wenn das Pony dann mit dir im Kreis geht. Du siehst, wie andere Kinder wohl ebenso auf dem Pony echt viel Spaß haben. Währenddessen, wie das zögert so ein bisschen. Und ja, also, ihr solltet vielleicht das Ganze übernehmen. Eurem Charme kann doch niemand widerstehen. Hast du gerade mit mir geredet? Ja. Oh Gott. Willst du das wirklich? Nun. Gut. Ich könnte ihnen einreden, dass sie mich unvergleichlich fänden, aber ich glaube, das ist hier nicht die Aufgabe. Ich werde ein Lobeslied auf Ronga singen. Nun, ich dachte, du solltest eine der beiden Parteien da vorne betören. Was? Ich dachte, wir sollen uns gegenseitig betören. Die Frau. Nein, einen von uns beiden. Ihr könnt euch aussuchen, ob Männlein oder Weiblein, aber flüstert uns doch mal ein paar schmeichelnde Worte zu. Immerhin sind wir hier in Aranya. Okay. Wie sehen die denn aus? Durchschnittlich. Also du nicht so durchschnittlich wie du. Braune Haare, könnten Geschwister sein und schauen dich lächelnd an. Ein paar Sommersprossen im Gesicht. Mir gefallen eure Sommersprossen sehr gut. Sie zeugen von edlem Geblüt. Außerdem seht ihr kräftig aus. Arbeitet ihr viel? Habt ihr das wirklich schon einmal getan? Nein, natürlich nicht. Ich bin schrecklich in sowas. Entschuldigt dich. Das musste ich mir einfach ansehen. Ja, war mal eine Betörnprobe. Ich beschwöre sie nicht mehr. Nee, einfach nur eine ganz normale Betörnprobe. Ja, genau. Ja, sie verzieht so ein bisschen den Mund, versucht nicht zu grinsen und schaut mal zu den anderen. Junge Dame, wenn ich vielleicht einmal dürfte, die Sonnensprossen schmeicheln eurem Gesicht und loben es in den Himmel. Eure Haare so glatt und so edel wie dieses wunderschöne Wesen, das ich je erblicken konnte. Und eure Gestalt gar wohl geformt und von einer derartigen Eleganz und grazilen Ausstrahlung, wie sie mir noch nie untergekommen ist. Oh, das ist so nett von euch. Würfel mal betören. Ich habe kein Betören. Ich würde gerne auf Überreden Lügen ableiten, ja. Weil das eine dreiste Lüge war. Ja, ist okay. Alles klar. Ja, derweil könnt ihr sehen, wie ihr wohl, während Midas das Ganze dann eben so verpackt in eine Lüge, ihr bekommt noch immer keinen Wimpel, auch wenn Haldan Rogel da schon die zweite, dritte Runde dreht, immer weiter. Da gibt es ein neues Rätsel, während Midas mit dem Betören fertig ist. Und zwar wird vortragen, nun ja, also Intrigen, wir sind jetzt in Aranien angekommen und ihr habt euch am Hofe bewiesen, habt natürlich dann bei Arkor Shah und bei Eleonora vorgesprochen und bei der Fürstin von der Mondsilbernen Bank. Aber jetzt müsst ihr natürlich auch diese Intrige auflösen. Und zwar, eine Bäuerin hat eine Weinrebe, ein Schaf und ein Zand. Alle wollen den Baron Ula überqueren. Im Boot ist aber nur Platz für zwei. Die Bäuerin selber muss rudern. Bleibt das Schaf alleine mit der Rebe, dann frisst es diese. Bleibt der Zand alleine mit dem Schaf, dann frisst er diese. Wie bekommt die Bäuerin alle drei Dinge auf die andere Seite des Baron Ula? Was ist dies für ein Rätsel, ein Zand in ein Rätsel einzubauen? Regt euch nicht auf, Kaiodu. Ich kenne eine abgewandelte Form dieses Rätsels, deshalb werde ich ausscheiden. Es wäre doch unangemessen. Nun, das sind die Lebenserfahrungen von Ritter Travigor, vom Baron Travigor. Und der musste tatsächlich gegen mehrere Zantim kämpfen. Genau, und zur Erklärung für die Uneingeweihten, also Baron Ula ist ein Fluss. Nun, welcher Narr würde schon denken, dass es sich dabei um einen richtigen Baron handelt? Ja, richtig, richtig. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Also, es ist kein fettleibiger Baron, dessen andere Seite man erreichen muss, sondern einen Fluss. Nun, wie haltet ihr es denn? Dabei blickt sie ja mal zu Ronga. Ich glaube, ich hab's raus. Nun, dann nennt doch die Lösung. Man muss insgesamt dreimal fahren oder viermal. Man fährt als erstes mit dem Schaf, dann setzt man zurück, lässt die Rebe mit dem Dämon am Ufer, um den Dämon rüberzubringen.
Wenn man den Dämon rübergebracht hat, nimmt man das Schaf mit zurück, um den Dämon alleine zu lassen und das Schaf zu der Rebe zu bringen. Dann muss die Rebe rüber und in einer einzelnen Fahrt dann noch das Schaf. Sehr gut, das soll mir genügen. Ausgezeichnet. Dann habt ihr die Intrige aufgelöst und der Bäuerin geholfen, alle drei Dinge über den Baron Urlaub rüberzubringen. Sehr gut. Also vortrefflich, vortrefflich. Ich schwelge in Erinnerung. Gute Arbeit, sehr schön. Ich kenne eine bosporanische Version dieses Rätsels mit einem Mann, einer Frau und einem Topf voller Parfüm. Aber das sei einmal dahingestellt. Seht mal, der Bauer Rogel, der reitet jetzt ganz alleine. Oh. Auf einem Pony. Alter, das ist ganz schön hoch und ihr dürft doch jetzt nicht die Hand wegnehmen. Also, was ist denn, wenn ich hinfalle? Schaut doch mal, das Pferd ist doch ganz schön schnell. Papa Rogel, schaut nicht nach unten. Das bewegt sich gar nicht. Also ich finde, wir sind ganz schön schnell unterwegs. Und ich muss euch nochmal sagen, der Baronin wird das nicht gefallen. Das dürft ihr nicht erzählen, dass ich auf einem Pferd gesessen habe. Die mag nicht, dass wir reiten. Das finden sie nicht gut. Ja, das bleibt unter uns. Macht uns nur faul, sagt sie. Man macht uns nur faul, wenn wir auch reiten. Also gut, ihr habt hier euren Wimpel. Herzlichen Glückwunsch. Dann geht das weiter. Und zwar müsst ihr jetzt so schnell wie möglich von Oron zurück nach Binsböchel. Da wartet nämlich der Gulenfürst auf euch. Lauft am besten so schnell wie möglich über diese Palisadenwaldwände und diese Stäbe, die da aufgebaut sind. Dann könnt ihr direkt über die Berge und etwas abkürzen. Oh, eine Abkürzung. Sehr. Aber passt auf, bevor ihr Binsböckel erreicht, gibt es dort einen finsteren Nekromanten, den ihr noch besiegen müsst. Viel Erfolg. Der Ghoulen-Bastard hat mich letztes Mal erwischt. Diesmal erwische ich ihn. Ich würde den Bauern Rogel mal vom Pony heben. Das ist nett von euch. Ich streiche euch nochmal kurz das Pony. Du bist ein ganz liebes Tier. Es ist ein Danke, dass du mich nicht gebissen hast. Ich glaube, wir sollten laufen. Die anderen fangen schon an. Richtig. Weiter. Ja, dann gib mir doch mal eine Athletikprobe, um über die Palisadenwände rüber zu springen und dann die Trollzacken zu überwinden. Könnt ihr diesmal alle würfeln? Priodor springt, versucht sich hochzuziehen, springt erstmal volle Kanne gegen die Wand gegen und du bekommst 1W6 Ausdauerschaden. Würdest gerne ein bisschen stylischer machen und auf Akrobatik würfeln. Ja, kannst du natürlich auch machen. Alle diejenigen, die es nicht geschafft haben, bekommen 1W6 Ausdauerschaden und sowas wie blutige Nase oder sowas. Also ihr könntet natürlich jetzt auch einen Bierpunkt ausgeben. Neben den Trollzacken aufgebaut, das ist natürlich noch ein großer Tisch mit viel Bier und Met. Und wenn ihr wollt, könnt ihr einen Bierpunkt ausgeben, trinkt ein Bier und würfelt die Probe neu. Oder auch nur einen Würfel? Oder einen Würfel, genau. Gut, dann würde ich ein Bier trinken. Eins ist ja keins. Ich würde ein Met trinken, ein preisgefälliges Bier. Ich hab's geschafft, getränkt. Aber ich trinke trotzdem noch eins. Ja, dann würfel mal eine Zechenprobe. Gibt es so viele Bierpunkte, bis das Bier alle ist? Du kannst beliebig viele Bierpunkte ausgeben, aber wenn du es nicht schaffen solltest, deine Zechenprobe, sind alle weiteren Proben um eins erschwert, egal was du tust. Natürlich. Ja, Midas schürzt das Bier runter, ein bisschen was noch läuft dir runter, aber ja, vielleicht ein bisschen schlecht oder was auch immer da war, zumindest hast du einfach nicht viel gegessen, ne? Aber ich krieg den Bierpunkt trotzdem. Du kriegst den Bierpunkt, also du kannst dann wie 20 würfeln, aber trotzdem ist jetzt alles, was du tust, um eins erschwert. Ja, ist ja in Ordnung. Ich muss ja nur den W20, keine 20 würfeln. Ja, das ist ohne Probleme geschafft, das heißt, die Akrobatik krieg ich hin. Ja, so könnt ihr die Trollzacken überwinden und hinter der Hinderniswand, hinter dem Parcours, könnt ihr sehen, wie dort ein schwarzmagischer Nekromant sich postiert hat. Paiodo bekommt fast einen Schock, aber da siehst du, dass sich da wohl ein Bauer oder sowas in einer schwarzen Robe hingewandert hat und kein echter Nekromant ist. Ich schüttel trotzdem den Kopf. Also wirklich, erst der Zand, jetzt ein Nekromant, also...
Also ich finde auch, es ist ein bisschen merkwürdig, was sich da ausgedacht wurde. Ich denke, ich denke, wir werden ein ernstes Wort mit eurer Junkerin sprechen müssen. Ich denke, es war, nun, man muss sagen, sie hat die Vorbereitung ja in sehr kurzer Zeit gemacht. Ich denke, das war ja der Zeit geschuldet, aber es stimmt schon, dass man sich da, vielleicht hätte ich mich da doch ein bisschen mehr beteiligen sollen. Ja, also, aber jetzt sei mal nicht so. Man sollte bei seinen Untergebenen niemals die Zügel schleifen lassen. Aha, Boron zum Gruße, ich bin ein finsterer Nekromant. Dann macht die Begrüßung aber keinen Sinn. Nekromanten grüßen nicht mit Boron, oder? Nicht, aber das ist doch der Totengott. Ja, aber er sorgt doch dafür, dass die Leute tot bleiben. Davon verstehe ich nichts, verzeiht. Ich soll mich hier nur hinstellen und sagen Boron zum Gruße und dann dieses Rätsel stellen. Verzeih mich, ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Immersion zerstört. Was ist denn Immersion? Ich weiß nicht, davon redet die Junkerin die ganze Zeit. Na. Ich soll nicht die Immersion zerstören. Also, ich fand euch sehr, sehr unheimlich. Ja, danke. Du bist doch Haldan Rogel, oder? Die Fischer haben schon von dir gesprochen. Oh, ja, das ist bestimmt nur gut, nicht wahr? Ja, sie waren traurig oder wütend, dass du nicht bei ihnen mitmachen wolltest. Ja, ich bin genauso überrascht wie sie. Ja, wie gesagt, sie haben nur Gutes. Wollen wir nachher mal einen trinken? Also, wenn ich hier fertig bin? Also ich trinke ja nicht so viel und ich vertrage auch nicht so viel und vielleicht muss ich gleich schon wieder trinken. Vielleicht morgen? Okay, morgen. Ist ja noch bestimmt ein paar Tage. Ich habe gehört, es sind ganz viele Adlige da und so. Ja, also auch ganz viele Geweihte. Also ein großes Fest. Ja. Also, ach so, ja, jetzt habe ich schon wieder die Immersion zerstört. Ne? Ich soll ja eigentlich ein Nekromant sein und das Rätsel stellen, ne? Tut mir leid. Glaube ich nicht so schlimm. Das passiert schon mal. Ich bin gerade auch ein mutigerer Recke, der euch aufhält als Nekromant. Ja, die Kinder sind schon lange weg. Die haben das Rätsel sofort gelöst. Das ging sofort schnell. Rede doch einfach. Ach so, ja, hier ist das Rätsel. Ich habe es euch aufgeschrieben, damit ihr es nochmal nachvollziehen könnt. Ich habe gesehen, wenn man das hinschreibt, ist es einfacher zu lösen. Also, ich bin der finstere Nekromant und ich will die Welt vernichten. Und Ritter Travigor hat mich aufgehalten. Und zwar kann man die Untoten, die ich beschworen habe, nur wegschicken, wenn man diese Zahlenreihen löst. Und dabei gibt er euch eine Zahlenreihe, die dort aufgeschrieben worden ist und liest sie dann so ein bisschen vor. Also 7, 8, 9, 0 ist gleich 4, 3, 6, 6, 4 ist gleich 3 und 3, 7, 0, 0 ist gleich 2. Und fängt dann an, in so einen Rausch zu kommen. Naja, und jetzt möchte ich wissen, was 2, 5, 8, 0 für eine Zahl ergibt. Und wenn ihr das wisst, dann, naja, habt ihr die Nekromanten, also den mich besiegt und die Untoten weggemacht, so. Ich kenne mich damit nicht aus. Boron, hilf. Also ich muss sagen, was die Immersion angeht, macht ihr das wirklich sehr gut. Also diese Magier von der nicht-weißen Gilde, die reden auch immer ganz viel. Ja, danke. Und das meiste davon versteht man nicht. Ja, ich auch nicht. Also das Rätsel habe ich schon verstanden. Das finde ich schon ziemlich einfach. Gerade wenn man weiß, wie es gelöst wird, dann ist es PPI erleicht. Also ich kann schon verstehen, warum die Kinder gleich weggegangen sind. Und arrogant sind sie auch. Wer jetzt, die Kinder? Die Schwarzmagier. Ach so, richtig, ja, genau. Sind die, ja, das müsst ihr ja wissen. Also, ich habe ja noch nicht gegen Nekromanten gekämpft. Ich finde die schon unheimlich. Ich fand das schon. Also, meine Gefährten sind natürlich dabei, hier diese Queste zu lösen. Ihr habt den Nekromanten ja besiegt. Also, ihr wisst ja, dass